Ja, hallo meine lieben Leute, hier ist wieder Tommy vom Fahrradsalon. Heute mal mit einem ganz anderen Video. Und der zweite Versuch mit diesem Video auch, weil ich habe es erst versucht mit einer GoPro aufzunehmen. Das klappt überhaupt nicht. Es geht nämlich um eine Uhrenmarke, die vielen bekannt ist, und zwar Omega. Omega ist eine Uhrenmarke, die natürlich wie alle anderen Luxusmarken auch viel gefälscht wird, vermutlich nach Rolex und Cartier. Hier möchte ich einmal euch einen Fake, einen Omega Fake zeigen, ja, und woran man ihn erkennt. Ja, das hier ist ein Omega, also das ist keine Omega natürlich, ja, das sei mal vorweg gesagt, aber es soll halt eine Omega darstellen. Und zwar ist sie mir in die Hände gefallen. Die lag bei einem Händler rum, da habe ich mir gedacht, ach, nimm sie mal mit und mach mal ein Video darüber, ne, weil sie nämlich optisch erstmal und verarbeitungstechnisch auf dem ersten Blick, also wirklich der erste Blick, ja, wenn man sich mit Omega nicht auskennt und denkt, wow, die ist aber schwer. Also da könnte man echt sagen, na gut, das ist nicht so eine blecherne Variante, ne, wie aus dem, was weiß ich, Karstadt oder so, sondern das ist schon eine recht, ja, massiv wirkende Uhr. Darstellen soll diese Uhr hier eine Omega Constellation. Kennern wird sehr schnell auffallen, natürlich, dass es keine Constellation ist. Also erstens, Kenner wissen, dass das ein Fantasiemodell ist, die sehen das. Zweitens sieht man hier diesen extremen Abrieb. Ich muss mal was holen zum Zeigen. So, ein Messer. Was anders eignet sich so hervorragend zum Zeigen wie ein Messer? Und zwar, auf den ersten Blick, die Uhr ist sehr abgetragen. Ja, hier gibt es zum Beispiel eine Stelle dort, ja, da ist sogar diese Verchromung oder Vernickelung oder was auch immer das hier drauf sein soll, ist sogar runtergetragen. Ja, das würde bei einer Omega nicht passieren, weil das Armband ist Edelstahl. Bei einem Original. Hier ist es Kupfer, ein Kupferkern und dann vernickelt oder was weiß ich, ne? Die Vergoldung ist komplett runter. Also es soll ein Stahlgoldmodell sein von Omega. Die Vergoldung sieht man hier auch kaum. Das würde bei einem Original auch nur dann passieren, wenn man sie wirklich 50 Jahre intensivst trägt. Habe ich ein Messer? Ich habe ein Messer, jo. Hat alles einer gekauft? Ja, aber eine wunderschöne Uhr eingekauft, die keine wunderschöne Uhr ist, aber das war Ja, das mir, ist ja. ja deine Uhr. Genau. Und die nehmen wir jetzt mal auseinander und zeigen den Leuten, dass es keine originale Omega ist. So, woran erkennt man das? Ich habe es gesagt, die Armbänder. Die Armbänder von Omega sind entweder aus Edelstahl oder aus Edelstahl Weißgold oder eben in dem Fall Stahlgold, Edelstahl und Gelbgold. Ja, es gibt auch Roségold natürlich und so Sachen. Also es sind immer edle Materialien, es ist niemals irgendwelches Kupferzeugs und so und so was. Also die Schließe hier ist ganz gut gearbeitet zum Beispiel. Also gut gemacht. So eine halb versteckte Schließe, ja. Die öffnen wir mal und dann sehen wir hier auch. Hier hinter ist billiges Blech. Also das ist nicht so schön gearbeitet. Und die Stempelung, die Omega-typische Stempelung fehlt natürlich auf der Schließe. Das ist kein Original. Daran sieht man es auch. Nächste Zeichen, woran man es sieht, ist die Omega-Krone. Also ist die Krone, die Aufzugskrone. Ja, die befindet sich ja hier, da. Auf der Originalaufzugskrone befindet sich das Omega-Logo. Hier sieht man kein Omega-Logo. Ja, das ist der nächste Hinweis, dass es kein Original ist. Und wer sich auskennt, weiß sofort, wenn man die Uhr umdreht, dass es sich nicht um eine Originale handeln kann, weil vorne drauf steht Omega Constellation. Und eine Omega Constellation sieht von hinten niemals so aus. Jetzt reden wir mal nicht von diesen ganzen Kratzern, die hier drin sind, weil von den ganzen Leuten, die vor mir besessen haben, die versucht haben, krampfhaft die zu öffnen, sondern wir gehen mal davon aus, es wäre noch nicht zerkratzt hier hinten und der Deckel von der Omega Constellation wäre ein Originaler, dann würde er nicht so aussehen. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ein Originaler Deckel aussieht von einer Omega Constellation. Zwar habe ich keine Damenuhr, sondern nur eine Herrenuhr hier. Aber ich zeige es euch. Achtung!
Und zwar habe ich extra meine Constellation mit hier mitgebracht und zeigt die euch. Und zwar sieht man hier auf dem Deckel hinten diese Abbildung. Könnt ihr die erkennen? Ja, diese Abbildung hier. Es ist ein Observatorium. Hier sieht man auch schön auf der Krone das Omega-Logo. Ja, bitte. Wunderbar. So muss es aussehen. Das ist ein Original. Und hier auf der Schließe das Omega-Logo. Und hier auch diese Omega-typische Stempelung von der. Ich weiß ja nicht, ob ich das darstellen kann hier. Kann ich das darstellen? Kann man nicht sehen? Da, diese ganzen Omega-typischen gestempelt, die Schließe. Das fehlt alles auf der Fälschung. Das ist eine Omega Constellation. Bei einer Omega Seamaster, die habe ich euch auch mal mitgebracht. Hier eine wunderschöne Seamaster, die trage ich sehr gerne. Ist eine meiner Lieblingsuhren. Muss aber sehr vorsichtig sein. Dadurch, dass ich im Fahrradladen ja eigentlich arbeite, kann ich die natürlich nicht bei der Arbeit tragen, weil die würde sie zu sehr leiden. Bei der Seamaster ist hinten drauf, also das gleiche gilt auch bei Seamaster, ist hinten drauf so ein Seepferdchen. Abbildung. Also, ja, das ist das gleiche. Also Omega hat, das sind die Markenzeichen der Seamaster und der Constellation. So, der Deckel sieht so aus. Das Einzige, was stimmt, ist, verschraubt sind sie. Ja, die Deckel. Das stimmt. Das stimmt aber auch nur so weit, dass es hier angedeutet ist. Hier ist angedeutet eine Verschraubung. Nun, wie gesagt, nun sieht man ja diese Millionen von Öffnungsspuren, muss ich ja schon fast sagen, hier drauf, ja? Weil alle noch gehofft haben, es könnte ja doch eine Omega sein. Aber so. Und dieser Deckel wurde dann eben versucht, krampfhaft irgendwie aufzuschrauben. Der geht natürlich nicht aufzuschrauben, weil es ist ein gepresster Deckel. Das ist also sogar der Deckel ist fake, ja. Also sogar der Verschluss. Mechanismus des Deckels ist fake. Er ist nicht geschraubt, wie man es hier erwarten könnte. Nein, er ist gedrückt. Das ist ein gedrückter Boden. Und das beweise ich euch jetzt auch. Ich mache den mal auf. Ja. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, ohne dass ich mir hier. Also bei dem, ich mache normalerweise nicht alles mit so einem Messer hier bei so einem guten Uhren oder so, ja. Sondern da nehme ich schon was anderes. Bloß bei dem Teil hier, bei diesem eigentlich Schrott, ja, ist es ja regelrecht. Dann mache ich mir keine Mühe, da hole ich kein Uhrenwerkzeug, das mache ich einfach so. Da kann man nochmal ein Messer nehmen, das schnelle Messer von nebenan. Und wir öffnen. Zack. Was sehen wir hier drin? Ein glanzvolles Werk, welches nie im Leben Omega ist. Ja. Und hier der Deckel von innen, normalerweise gehört der sich auch noch gestempelt, ist, da steht gar nichts drauf. Das ist einfach nur Müll. Das hier drauf, unter dem Omega, soll wohl eine Referenznummer implizieren oder so oder simulieren oder vortäuschen, die nicht existiert natürlich. Ja, ist auch Quatsch. So, was haben wir hier zum Innenleben von dieser wunderschönen Omega-Kopie? In Anführungsstrichen natürlich alle zu sehen. Das ist ein einfaches Quarzwerk. Das Quarzwerk ist hier oben drauf steht da. Swiss Parts. Hier unten drunter steht China Movement. Ich weiß nicht, ob man das erfassen kann, ob ich das so ruhig halten kann, dass ihr das erfassen könnt. Swiss Parts. China Movement. Was auch immer das heißen mag. Also ich kann mir diesen China Movement, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Werk so ja noch kopieren muss. Weil dieses Werk sollte eigentlich ein Ether-Werk sein. Ja? Also nicht im Original, sondern hier auch das, was hier drin ist, sollte eigentlich ein billiges Ether-Werk sein. Das ist auch gestempelt hier nochmal mit Ether, ja, auf der Brücke. Also was heißt denn China Movement? Also, verstehe ich nicht. Ja, ich glaube nicht, das ist eins der billigsten Ether-Werke, die es gibt. Die kostet, glaube ich, 9 Euro oder so kostet es hier in Deutschland. Und ich glaube, wenn man das in Asien oder so kauft oder so, ich weiß nicht, vielleicht fälschen die sogar sowas. Ja? Ich schraube mal hier die Krone ab, denn die geht total leicht ab.
Ja, geht total leicht runter. Dann schauen wir uns doch mal das Werk genauer an. Ich hol's mal raus und das Zifferblatt auch, zifferblattseitig. So, furchtbar. Die Häuser und alles, guckt euch das mal an. Jetzt sieht er wirklich, wo ist es denn? Jetzt sieht er wirklich schlimm aus, ey. Hier beim Armband sieht man, die einzelnen Glieder sind sogar geschraubt, verschraubt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da könnte man echt denken, wow, echt hochwertig verarbeitet. Könnte man denken. Ist es aber nicht. Ist wirklich ganz billiges Zeug. So, das Uhrwerk läuft. Das Zeug davon, es handelt sich wohl um ein Uhrwerk von Qualität und höchster Güte. Natürlich Schweiz, ne? Okay, pass auf. Hier auf dem Zifferblatt steht Omega Constellation. Und hier drunter steht sogar Swiss Made. Ja. Zifferblatt könnte man im ersten Moment denken, ja, sieht doch ganz manierlich aus, ne? Man sieht aber an diesen Indexen, der hier ist zum Beispiel schief aufgesetzt, das stimmt alles nicht, das ist ein einfacher Aufdruck hier von dem Constellation und dem Omega, also das ist nichts. Ne? So, ich drehe um. Jetzt schauen wir uns mal das Werk an, genau an nochmal. Welche Werknummer das ist. Ich nehme die Batterie einfach mal raus. Zack. Batterie raus. Denn hier unten drunter, unter der Batterie steht das Ether-Kaliber nochmal drin. Da. Ich glaube da. Ether, jetzt steht es auf dem Kopf. Und darunter ist eine Nummer. Welches Kaliber ist es? Könnt ihr das sehen? Mensch, die Kamera ist ja toll. Oh, ich kann nur nicht so ruhig halten. Warte mal. 8,0 irgendwas. Ich gucke mal. Muss man eine Lupe holen. 802.104. Ether 802.104. Jetzt kommt meine Frau noch nach Hause. Meine andere Tochter. Ein Nullsteinewerk. Das ist halt wirklich nichts. Das ist wirklich nichts. Also ich weiß nicht, was sowas kostet in Asien oder ob die wirklich gefälscht werden. Das wäre echt mal interessant. Ist das ein gefälschtes Werk oder ist das jetzt ein originales Etherwerk? Also dann wäre die Uhr ja wenigstens 10 Euro wert. Als solches in Teilen. Ich baue die einfach mal wieder zusammen. Meine Frau lacht, ist glücklich. Ja, wissen, was da los ist. Wie kann das sein? Die ist doch schwanger. So. Zack. Hallo Lumen. Na, wie geht es dir? Das ist natürlich nicht professionell jetzt hier aufgedreht, ja. Also die Krone ist einfach so, die war so locker drauf. Die habe ich jetzt einfach mal so abgemacht. Ja, ich würde mal sagen, das war eigentlich also mit der kleinen Vorstellung hier. Ihr habt gesehen, wie ein Original aussieht. Da haben wir hier eins, das ist die Seamaster, das ist die Constellation und das ist der Fake einer Constellation, einer Damen-Constellation. Reines Fantasiemodell mit in einer nicht ganz billigsten Ausführung vielleicht, weil es ja doch ein bisschen Gewicht hat und so. Da gibt es auch noch schlimmere Sachen. Aber wie gesagt, bevor ihr euch eine Omega kauft oder so, fallt nicht auf sowas rein. Schaut nach den Details, also ob der Deckel hinten gut aussieht, ja, ob die Schließe gestempelt ist, so wie sie sein muss. Ob die Krone gestempelt ist, wie sie sein muss, ob das Omega-Logo so aussieht, wie es aussehen soll. Ja, also mit ein bisschen Erfahrung sieht man das relativ schnell, ist es ein Original oder nicht. Und ja, bevor ihr wirklich Geld ausgebt, prüft lieber nochmal. Ne? Weil das hier ist nichts. Dafür hätte man jetzt auch als Damenuhr, ich meine, die kosten auch als Damenuhr irgendwie 800 Euro oder so. Ja, dafür hätte man jetzt auch noch 300 Euro bezahlen können sozusagen und die wären weg gewesen. Also dafür, für die Uhr kriegt man hier 10 Euro oder sowas. Also wirklich niemals kaufen, vor allem niemals verschenken und vor allem nicht, wenn die Batterie mal alle ist, irgendwie zum Omega-Konzessionären oder zum Uhrmacher reinlaufen und sagen, können Sie mir mal Batterie wechseln. Also die Omega-Konzessionäre oder die Läden, die Omega vertreiben, die sind dazu angehalten, natürlich diese Uhren einzubehalten und zu vernichten. Ja, also damit könnt ihr dann maximal noch zum Chinesen laufen auf dem Marktplatz oder ihr macht selber, weil das ist ja kein großes Ding, habt ihr ja gesehen, ne? Da passiert ja auch nichts. Also, ich würde mal sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen oder war ein bisschen aufschlussreich. Das ist jetzt der erste Versuch eines solchen Videos von mir für euch.
Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao, euer Tommy.